herzlich willkommen zu einem neuen DIY. Ostern steht vor der Tür und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben ja mal Animal Crossing Weihnachtskugeln gemacht. Ja. Ja. Und deswegen machen wir heute Animal Crossing Ostereier. Außerdem gibt es auch noch ein bisschen was zu gewinnen, dazu aber später. Oh nein, ihr Kopf ist Ihr Kopf ist einfach viel zu groß. Ja, okay, Fatima guckt liegen zu. Oh das Gott. Ist in Ordnung, das kann die so machen. Das ist auch kein epileptischer Anfall, den sie hat. Ich habe diese hier bei Nanunana gefunden. Die sind so ein bisschen rau und schon bunt und ich dachte, das macht ja irgendwie Sinn. Okay, weißt du schon, wen du machen willst? Auf jeden Fall Fatima einmal aufs Ei. Ich dachte, ich mache den perversen Captain, den Kappa. Der immer diese gruseligen Lieder singt und dann so seltsame Weisheiten hat, wenn man über den Fluss fährt und sich immer so denkt so, ich bin allein mit dem im Boot. Ja, wirklich. Ich bin ja mal über die Railing nicht. Warum kann ich als Item keinen Elektroschocker bekommen? Naja gut, man hat ja eine Axt, ne? Ja, das stimmt. Und einmal, deswegen muss man immer alles abgeben, bevor man übers Meer fährt. Oh Gott. Oh. Ja, ist ein schönes Spiel für Kinder. Also Leute, es ist wie immer bei diesen Sachen, kramt einfach alles raus, was ihr habt und klebt es drauf und malt es drauf. Da gibt es kein falsch oder richtig. Ich glaube mit Pappe oder Moosgummi oder... Aber Acrylfarben sind schon Trumpf bei sowas. Also, ja, das stimmt. Da brauchst du auch keine teure. Ich habe schon extra Fleischfarbe geholt. Das ist genau richtig für Miri-Kids. Gute Fleischfarbe. Das ist ein hässliches Wort, mein Gott. Es steht da drauf, Fleischfarbe. Wow, es steht wirklich drauf. Sie hätten es ja auch irgendwie Lachsbaby oder so nennen können, aber nein. Fleischfarbe mal. Ja, das hält ja gar nicht so gut, wie ich dachte. Ah ja, du musst mehrfach grundieren vielleicht bei den Dingern eventuell. Ja, wenn du ein bisschen mit Weiß arbeitest, erstmal, ja, dann hilft es auch zu grundieren. Ja, da lernt man die Animal Crossing Charaktere auch mal so aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Ja. So genau schaust du dir die ja sonst nicht an. Die sind ja dann auch normalerweise immer ein bisschen weit weg. Und ganz klein und pixelig. Ja. Feierst du denn Ostern überhaupt? Nicht so wirklich. Ich esse ja sowieso recht viele Eier, von daher ist es dann für mich ein Vorwand, bunte zu essen. Ja, ich finde Ostern ist irgendwie ein seltsames Fest. Ja. Das ist mehr so, dann trifft man sich mit der Familie, geht gut essen und dann war es das irgendwie. So als Kind war das natürlich toll, Ostereier suchen, Alter, das war großartig. Voll. Aber jetzt, was sollte ich machen? Sie verstecken und selber suchen? Also. Es sollte so einen Dienst geben, der kommt für Erwachsene. Die kommen in deine Wohnung, verstecken lauter Sachen und du zahlst denen irgendwie 200 Euro und in dem und sagst du deine Interessen und in dem Warenwert verstecken sie dann Sachen. Oh, das ist lustig. Das wäre ziemlich cool. Sachen. So eine Tüte Heroin oder so. Und dann schicken sie die Polizei vorbei. Ups. Woran sind sie denn interessiert? Also Drogen mag ich schon ziemlich gern, muss ich sagen. Ja, ja, das sind Tees. Alles Kräutertees. Ist ja schließlich Ostern. Und sieht halt auch überhaupt nicht danach aus. Aber das ist halt der Umriss von ihrem... Also was ist schon? Doch, ist schon. Also kommt bald dahin, denn wenn erstmal ganz viel braun ist und dann kommen die Umrisse und dann... Mein Model ist schon müde, das ist schon wieder umgekippt. Das geht gar nicht. Nicht genug gegessen wahrscheinlich. Hm. Ich habe letztens so ein Meme gesehen, wo jemand geschrieben hat, Animal Crossing ist nur so erfolgreich, weil alle Millennials sich wünschen, sie hätten ein Eigenheim. Und Freunde. Oh, ja, doch schon. True. Und das ganze Geld, das man kriegen kann, indem man einfach nur Insekten fängt und so ein Kram. Aber man muss ja auch am Rübenmarkt spekulieren. Also das fand ich schon ziemlich hart. Ich so, okay, das ist aber schon so ein bisschen Glücksspiel jetzt so. Jo. An der Börse spekulieren und die Rübenbörse. Das ist für Kinder jetzt schon ganz interessant. Und das Schlimmste ist, die Kinder haben am frühesten so das System dann durchschaut. Und das sind dann bei mir immer auf meinem Discord so die 11- und 12-Jährigen, die dann untereinander die Rübenpreise so dealen und so. Wow! Also, ja, ich habe einen krassen Rübenpreis, komm mal rüber. Ich finde, Animal Crossing ist wie Sims. Du hast so dann mal ein Dreivierteljahr nix und dann bist du wieder voll krass drin. Ey, das wird mich immer kriegen. Ich werde garantiert im Altersheim dann auch einfach so die krasse We Are Animal Crossing Version. Oh, bitte, ja, ich will We Are Animal Crossing haben. Boah, aber dann will ich auch so einen Sandsack haben, der dann Tom Nook ist und dann schlage ich einfach rein. Wow. Der greedy Bastard. Ja, der ist schon, also der ist schon ganz schön knausrig. Ja, du willst dein Haus verschönern, das kostet 3 Billionen Milliarden Sternis, du kannst auch für mich arbeiten. Arbeiten? Und dann kommt der Kappa so rein. Oh Gott. Aber ich fand's mega gut, dass sie Melinda bei Smash mit reingeholt haben. Ja. Das ist so witzig. Ich habe immer noch nicht so ausprobiert. Ich muss mal so gucken, ob sie dann wirklich so der Hard-Counter ist mit ihrer Angel gegen Ganondorf. Weil es gab ja diesen Glitch in, was war das, Twilight Princess? Da konnte man ihn mit der Angel halt besiegen. Jedes Mal, wenn man ihn mit der Angel gehauen hat, war so irritiert, so,
Und deswegen gab es halt das Meme davon, dass jetzt sie sein Hardcounter ist, weil sie einen Angel dabei hat. Und er so, nein, wie könnt ihr das nur machen? Ja, sowieso, die Animal Crossing Charaktere waren ja sowieso bei Smash immer schon voll krass. Ja, aber schwer auch. Ja, wenn dich mal so ein Haus erwischt hat, ne? Ja. War vorbei. Tom Nooks sich auch die Hände gerieben, so, ja, das kostet wieder, das kostet wieder. Leider ein bisschen warten, bis es trocken wird. Immer so ungeduldig bei sowas. Ja. Aber immer schön warten. Sonst saut man sich die Finger ein, was ich natürlich gar nicht gemacht habe, weil ich hier schon in nasse Farbe gegriffen habe. Noch ein bisschen schattieren, dass ihre Nase rauskommt. Jetzt sieht es noch so ein bisschen aus wie so eine Wrestler-Maske. Animal Crossing Wrestling? Ey, dafür würde ich so viel Eintritt bezahlen. Es gibt ja vor allem Wrestling-Charaktere, wo ich mir einfach denke, so würde sich halt voll gut eignen. Voll. Boah, das müsste einfach mal einfach einer adaptieren. Ja, auch die ganzen Superhelden. Braun, das ist... Boah, ist ja fast identisch. Na, perfekt. Rosa finde ich in dem anderen bestimmt auch. Das kann ich auch malen sogar. Fleischfarbe habe ich ja. So, er kommt auch voran. Ich mache jetzt seinen Kranz. Ich habe hier dicken Filz. Es sieht aus, als hätte ich schon mal einen anderen Kappa gemacht, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was war das? Aber es ist ein großer Kappa dann gewesen. Ja. Aber du so kannst dir jetzt selbst eins machen, ne? Hier ist ja jetzt einfach so ein Partnerlook. Genau. Oh Gott, da ist eine Staubschere. Oh mein Gott, die lag da. Ah! Ich habe mich schon gewundert, warum die so schwer ist. Oh Gott. Gut, dass wir uns schon so lange kennen, sonst müsste ich dich jetzt leider umbringen. Ja, das ist aber auch unüblich. Du hattest die Papierschere beim Stoff und ja. Stoffschere beim Papier. Was ist passiert? Voll. Daraus mache ich einfach so eine Halloween-Compilation, wie du einfach ganz nah so mit der Schere so in die Pappe schneidest. Dann so ein Gift. Fleischfarbe. Guck. Fleischfarbe. Das ist wirklich Fleischfarbe. Außer man ist Asiate, dann müsste es gelb sein. Oh, wohl, das hast du jetzt gesagt. Nein, das ist wirklich so, auch beim Make-up. Und ja, so. Es ist der gelbliche Unterton. Ja. Ich sehe schon, zum Schluss sind unsere Kugeln alle miteinander verbunden. Und wir auch in so einem Kokon. Ja, eingesponnen. Und jetzt halten und versuchen, sich nicht selbst festzukleben. Wow, ich hatte einen tatsächlich ziemlich schlimmen Heißklebeunfall. Da ist die Heißklebe unter meinen Nagel gelaufen. Das war wirklich schlimm. Und ich bin echt hart im Nehmen, was Heißklebeverbrennung angeht. Mhm. Aber das war ein ganz neues Level. Ja, so kann man dann auch seine Finger nicht reparieren, wenn sie eingerissen sind. Einfach ein bisschen Heißkleber nehmen. Genau. Kann man nur nicht schmerzempfindlich sein. Ja, also was Verbrennungen angeht, so mit Lochenstab bin ich auch schon ganz erfahren. Ich mir auch so denke, so, ja, One Piece kann nicht schmerzhafter sein als das, was ich gerade gemacht habe. Nee, auf keinen Fall. Ich habe jetzt ein schönes Branding am Ohren. Geht auch mal. Ja, man unterschätzt einfach, wie heiß das wird. Ja. Und wie heiß das bleibt, weil es halt einfach ja geschmolzenes Plastik ist. Ich finde, sie sollten aus alten PET-Flaschen Heißklebesticks machen. Das würde ich kaufen. Das wäre cool, ja. Ja. Gibt's das schon? Möchte jemand mit mir ein Startup aufmachen? Das wäre nicht schlecht. Recycling-Bastelmaterialien. Ich meine, man recycelt sowieso schon wie verrückt beim Basteln. Ja. Ich schmeiße nie Verpackungssachen weg. Ich habe eine ganze Kiste voll, einfach weil wenn ich die Sachen mal wieder entweder verschicken will oder ich verpacke meine Art Supplies da drin oder so. Ja, eben. Brauche ich das? Wie super mit dem Kranz, ey. Eignet sich. Aber oben muss natürlich hohl sein, ne? Weil da ist dein Wasser drin. Also ich meine, wenn man so richtig Next Level geht, kann man das dann auch ausschneiden. Ja, ne? Umdrehen und wieder rankleben. Falls ihr euch übrigens für Kappa-Mythologie interessiert, wir haben eine Senpai Notice Me-Folge dazu gemacht, wo man auch erfährt, warum man nicht Popo ins Wasser machen sollte, weil der sonst einem die Leber aus dem Anus zieht. Und ja, das ist japanische Mythologie. Merke ich mir gleich. Also beim Bootfahren nicht drüber pullern, war nicht so. Okay, alles klar. Aber du kannst ihn als Abwehr antworten. Eine Heißklebepistole, weiß ich auch nie, wann der Punkt gekommen ist, wo man lässt das ja immer schon mal so kurz antrocknen, damit es ein bisschen besser klebt. Mhm. Oh Mann, ey, was ist das? Hör mal auf jetzt. Ist jetzt ein bisschen groß, aber du musst ja auch hören, also. Ja. Nein, das werde ich den Rest der Woche bei mir behalten. Es ist auch, wenn du so richtig mit Heißklebepistole gearbeitet hast, findest du auch wochenlang noch Fäden. Nichts ist so schlimm wie Glitzer und Konfetti. Mhm, ja, ich habe nach dem Umzug halt einfach immer noch Sachen von der vorherigen Wohnung gefunden, wo ich mir gedacht habe, so, wie? Wo hast du dich denn versteckt? Ich habe einmal zu Weihnachten so Sternenglitzerzeug gestreut. Ich glaube, das haben wir 3 Umzüge mitgeschleppt. Ja. Irgendwo war immer was. Gibt es nicht auch so eine Firma, die so Glitzerbriefbomben verschickt für Leute, die du hast? Und wie willst du die Leute verklagen? Es ist ja nichts passiert.
Ja, das ist ja nicht böse. Also ich meine, es ist ja so, oh, ich hab dir aber, das ist doch voll schön, so, so ein so Glückwunsch dafür, dass du befördert worden bist und ich nicht. Ja. Da freut man sich doch, ne? So, er hat jetzt schon Augen und eine Nase. Sehr gut. Oh, der Blick ist halt auch, das erwarte ich von einem Ostereinbäumchen. Also wenn man halt ganz Angst hat irgendwie, dass wenn man zum Beispiel die Details drauf malt und man ruiniert irgendwas, man kann halt auch immer irgendwie eine Zwischenschicht, wenn man erstmal alles grundiert hat, irgendwie, wie heißt das Zeug, Mod Podge drunter ballern, dieses Grundierungsmittel, dann kann man alles wieder abwaschen, was blöd aussieht. Das ist eine Möglichkeit, wenn man mit Acryl arbeitet, ist halt immer ein bisschen, was drauf ist, ist drauf. Ja. Aber man kann halt immer wieder drüber gehen. Noch keine Augen, aber schon mal Ohren. Aber schon sofort süßer, ne? Ja, ja, sieht schon ganz knuffig aus damit. Wenn man will, dass Acrylfarbe ein bisschen länger malbar wird, kann man auch mit Glycerin stricken. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das erhält halt die Feuchtigkeit. So kannst du auch, wenn du eine Palette voll mit, also es gibt ja so diese Feuchtpaletten für Aquarellfarben und Acrylfarben und alles, damit die dann feucht bleiben, die Farben, das kannst du mit dem Deckel schließen und so. Und dann, wenn man ein bisschen Glycerin hinzugibt, dann bleibt die Farbe auch feucht und man kann am nächsten Tag noch weitermalen. Wow. Weil manchmal mischst du dir ja Farben an oder bestimmte Töne und du brauchst die nochmal. Das ist dann immer blöd. Dann mische ich die nochmal neu. Was habe ich da genommen? Verdammt. Wuff, geschafft! Ja, sehr gut. Gut, dann gibt's jetzt noch Jens, die Katze. Ja. Nase! Geil, da muss ja nur noch ein Glanzreflex drauf und dann ist das schön. Oh, ist ja gut geworden. Na, jetzt nur die Augen gleichmäßig hinkriegen. Yay! Die sind ja so ein bisschen ausdruckslos. Ich meinte total ausdrucksvoll so in der Mitte. Das ist die Fatima. Die stottert immer ein bisschen, wenn wir reden. Und sagt, glaube ich, Bimbam. Trägt bei mir leider nicht mehr ihr Ursprungskleid, sondern irgendwas, was ich mal gestaltet habe als Muster, wo ich mir auch gedacht habe, so, but why? Also ich finde selber Muster machen in Animal Crossing so schwierig. Boah, ich habe mega Respekt vor den Leuten, die da echt richtig krassen Scheiß rauskloppen, ne? Aber du kannst halt auch ein Muster in Photoshop machen, es verfixen lassen als QR-Code mit einem Programm umwandeln. Ach echt? Das wusste ich ja nicht. Da habe ich mir meine ganzen Wege und alles selber gemacht mit. Ja. Das war Arbeit. Da sitzt man wegen so einem Videospiel so 6 Stunden dran, um diese ganzen Wege zu gestalten. Ich dachte mir auch so, warum tust du das? Man kann sich's natürlich auch leicht machen. Man schneidet sich ganz viele Sachen aus Pappe aus und dann klebt man die drauf. Dann ist das nicht so ein Krampf. Augen zum Beispiel kann man ruhig auch, wenn die klein sind, aus Pappe machen. Ja, oder so. Es gibt ja auch diese halben Perlen. Moosgummi, irgendwas. Ja. Naja, also wenn jetzt nochmal eine Schicht drüber kommt. Oh, ist doch voll süß. Kriegt jetzt dann noch ihre roten Wägenchen hin. Siehst du, da muss ich die nicht malen, dann kann das nicht schief gehen, weil rund schneiden kann ich, ey. Voll gut drin. Gut, mache ich jetzt was Blaues oder mache ich jetzt was Pinkes? Marina, der Oktopus. Ich wollte immer mal Oktopus in meiner Stadt haben, habe aber nie eingekriegt. Ich auch nicht. Vielleicht spüren sie, dass ich in meinem Leben einfach so viele gegessen habe und kommen deswegen nicht. Oh, ja, doch. Hm, ja. Kann sich an seine Linien natürlich auch heranarbeiten. Man nicht in einem durchziehen. Ach Leute, Gun and Run. Man kann es ja wieder abkratzen. Eben, oder drüber malen. Oder das Ei wutentbrannt in die Ecke schmeißen. So, ja, oh nee, okay, gut. Nicht so eine schlaue Idee, wenn es ein echtes Ei ist. Oh Gott. Ich könnte natürlich jetzt aus Pappe so einen Kreis ausschneiden und daraus den Oktopus-Schnuddel machen. Wow! Läuft bei mir! Ich habe das einzige bisschen rosa gefunden, ja, was noch wirklich da war. Sehr gut. Ja, das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Das wird gut. Ich frage mich, wie bei Animal Crossing die Charakterentwicklung passiert. Irgendjemand ist so im Raum. Wie wär's denn mit einer Ente, Leute? Ja, man, eine Ente und dann muss die mal ganz böse gucken. Ja. Und dann ist die pink. Oder so ein Stier. Heißt Walter. Genau. Die ganzen Wrestling-Charaktere, das hatten wir ja schon. Und dann gibt es ja auch dieses Wrestling-Krokodil, wo ich mir auch denke, so, ja, das ist naheliegend. Ja. Das habe ich auch so gemacht. Das ist eine kluge Designentscheidung. Als Concept Artist für Animal Crossing zu arbeiten, ist, glaube ich, auch einfach Trumpf. Ja, voll. Weil du auch ein bisschen, ja, einfach crazy shit machen kannst. Au. Schon verbrannt. Ich wusste, wenn ich da drauf fasse, endet das nicht gut. Okay, geht. Komm jetzt mal die Ohren dran. Oh, wie praktisch, ich habe keine Ohren. Stimmt, du bist glatt.
Ja, das ist einfach nur ein Oktopus. Wenn man dann Bock hat, kann man natürlich dann noch irgendwelche Arme machen, so aus Pfeifendraht oder sowas, ja. Geht das ja immer. Klebt man dann noch so Pfeifendrahtarme dran. Oh, das habe ich als Kind mit Pfeifendraht gespielt. Nutzen den Leute überhaupt wirklich, um Pfeifen sauber zu machen? Also die zwei, die noch Pfeife rauchen, ja. Das ist halt oh Gott, gut, wie gut. Ne? Das ist halt mal ein ganz besonderes Osterei. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ach Mann, kann doch nicht wahr sein. Also auch wenn man jetzt nicht viel Geld für Acrylfarben ausgeben will, kann man auch einfach die Primärfarben kaufen. Aufpassen, die Primärfarben ist nicht Rot Blanket, ne, sondern Cyan, Magenta und Gelb. Ui. Er sieht ein bisschen creepy aus, eher wie ein Pokémon, aber ich finde ihn trotzdem gut. Oh wei. ich meinte Miau. Ich meinte Gengar, also ihr wisst schon. Ich muss jetzt nur noch gelbe Wangen drauf machen. Ey, der Oktopus hat natürlich gewonnen, ne? Ja, ist der halt schon mit seiner Schnude, also... Der hat alles geowned, was soll man sagen? Mann, der ist einfach so geil geworden. Ja, man kann wirklich noch Tentakeln dran machen, ja. Das ist gut. Ja, mega gut. Also, Leute, ich bin sehr stolz auf unsere Eier, das kann man als Mädchen auch mal sagen. Falls ihr das hier gewinnen möchtet, also ich werde die einzeln verlosen, dann schreibt ihr jetzt bitte in die Kommentare, was für ein Animal Crossing Charakter ihr wärt. Oh ja. Und dann, bitte auch mit Lieblingsfarbe und so, ne? Ja. Ihr wisst ja Bescheid, die haben ja alle einen sehr individuellen Charakter. Genau, also sehr spezifisch und wenn das richtig gut läuft, wer weiß, vielleicht mache ich dann mal so, ich male euch als euer Animal Crossing Charakter. Das wäre halt voll cute. Da mache ich mit. Ja, also gebt euch Mühe und ansonsten hier Eier Realness. Yeah, richtig gut geworden. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Honey ist wie immer unten komplett verlinkt. Vielen Dank fürs hier sein. Gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.